Hallo Freunde der Werkstatt, ich habe mir bei Aliexpress diese Backkonverter bestellt, hatte schon mal bestellt, aber der war defekt, habe mir gleich zwei bestellt, ich brauche die für mein Projekt mit meiner selbstgebauten Powerstation, seht ihr hier oben, ich muss eine höhere Spannung auf 12 Volt runterbringen und mit relativ viel Strom. Deshalb habe ich mir diese da bestellt. Wir haben hier den Input, einen Einschalter, hier ist der Output. Hier haben wir Constant Current, da können wir den Strom einstellen, Begrenzung. Und hier können wir die Spannung einstellen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Wir werden testen mit der Wärmebildkamera, wie heiß das wird, ob das zu gebrauchen ist. Und falls nicht, dann werde ich halt mal versuchen, in einem anderen Video zwei parallel zu schalten, ob wir da dann mehr Strom rausziehen können. Ich habe mein Labornetzteil auf 24 Volt eingestellt. Das bringe ich hier an den Input. Den Backkonverter habe ich schon eingeschaltet. Output haben wir momentan 10,14 Volt. Das drehe ich jetzt mal schnell hoch auf 12. Im Uhrzeigersinn drehen. Strom habe ich schon zurückgedreht. Jetzt geben wir mal 35 Watt hier drauf. Jetzt ist uns die Spannung ein bisschen runtergefallen. Fließt im Moment 2,73 Ampere. Ich nehme eine zweite 35 Watt Glühbirne, stecke die hier ein. Das sind ohmsche Verbraucher, die verhalten sich sowieso immer relativ komisch. Mache ich vielleicht auch mal ein Video über ohmsche und kapazitive und induktive Lasten. Jetzt können wir ein bisschen mehr Strom geben, damit wir hier wieder auf die 12 Volt kommen. Ich decke das mal schnell ab, dass es nicht so blendet. Jetzt fließen hier 5,67 Ampere. Ich stecke jetzt nochmals zwei Glühbirnen rein mit 35 Watt. Jetzt drehe ich wieder den Strom rauf. Gut, jetzt fließen da 11,46 Ampere mit unseren Lampen. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal schauen, wie warm das Teil wird. Denn bei diesen Chinesen-Dinger, eben die geben da 20 Ampere an. Wenn der die Hälfte kann, bin ich schon glücklich. Der ist nun bei knapp 12 Ampere, bei 54 Grad. Ich lasse den nun ein paar Minuten laufen. So, das wird mir jetzt schon zu heiß. Der ist jetzt bei 63 Grad. Maximum 65 darf der haben. So, der wird mir jetzt schon zu heiß, 65,7 Grad. 65 darf der maximal haben. Und das haben wir jetzt bei 11,38 Ampere. Ich schaue 68 Grad, ich schalte den mal ab. Schauen wir mal, wie warm der unten geworden ist.
Also, ich würde sagen, ungekühlt, ohne Lüfter, bis 10 Ampere, nicht mehr, sonst wird der zu heiß. Der wurde jetzt auf dieser Seite, bei diesem MOSFET, wärmer als auf dieser Seite. Aber was will man sagen für umgerechnet, was sind das ungefähr? 5 Euro, 5 Dollar, dieser Backkonverter, das ist gar nicht mal so schlecht, 10 Ampere. Ich werde in einem weiteren Video versuchen, zwei von diesen parallel zu schalten. Ob es mir dann möglich ist, 20 Ampere auszuziehen, ungekühlt. Wenn ihr solche Tests mögt, abonniert mich doch, unterstützt meinen Kanal, würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.